verlasse ich diesen wunderschönen Campingplatz im Ostertal und fahre auf eine weitere historische Passstraße, die schon den Römern bekannt war und wahrscheinlich auch schon vielen Leuten davor, nämlich den kleinen San Bernardino, das St. Bernard, rüber nach Frankreich. Das heißt, heute Mittag, Nachmittag erreiche ich erstmals auf meiner Tour Frankreich. Und da freue ich mich schon drauf und das Wetter ist auch ganz super. Und dann wollen wir mal gucken, wie es geht. Ja, die Straße ist ziemlich stark befahren. Hier die SS26, aber hat zum Glück einen Seitenstreifen, mit dem Radfahrer fahren können. Insofern geht das. Und man gewinnt jetzt auch schon stetig an Höhe. Entlang der Strecke hat es auch ganz nett anzusehende verschiedene, vermutlich mittelalterliche Burgen und Schlösser. Also das ist echt nochmal ein Besuch wert hier im Ostertal. Ich glaube, vor dem Anstieg muss ich jetzt erstmal taktisch pinkeln gehen, damit ich den Berg auch schaffe. Na, Weinberge hätte man hier nicht vermutet. Nicht schlecht. Nun bin ich hier in Runas angekommen, ein Teil von Avise, dem Ort. Und hier werde ich mal frühstücken. Hat einen Grund. Der Grund ist der Berg da hinten. Das ist der Mont Blanc. Tja, man muss nicht ins überteuerte Chamonix fahren, um den Mont Blanc zu sehen. Das geht auch von der Südseite. Unglaublich, wie das sich auf einmal so ins Bild geschoben hat, als die Straße hier in der Kurve machte. Ja, und so tolles Wetter, da sieht man den wirklich glasklar. Fantastisch. Das sind schon gewagte und gleichzeitig auch stilvolle Brückenkonstruktionen hier. Nun schieben sich die ersten Wolken Richtung Gipfel für Mont Blanc. Hier bei Pré-Saint-Didier hat sich das nun geteilt. Der Fernverkehr und Transitverkehr, der geht jetzt hauptsächlich geradeaus Richtung Chamonix durch den Mont Blanc Tunnel. Und der Ausflugsverkehr, der geht durch dieses hübsche Örtchen weiter auf den Colo Piccolo San Bernardo. Also der Ort ist ja schon sehr trubelig touristisch, Le Thuy, aber malerisch gelegen und auch nicht zuletzt mit einem imposanten, beeindruckenden Bergpanorama. So, in diesem kleinen Örtchen auf 1600 Metern mache ich mal eine kleine Mittagspause. Die Sonne brennt jetzt doch schon ein bisschen, ich bin platt. Und auch eine nette Kapelle hier, St. Bernard. Aber die Passstraße ist ganz schön, muss ich sagen. Abwechslungsreich, mal geht es ein Stückchen leicht bergauf. Dann kommt wieder so eine Serpentinenstrecke. Das hat mal wieder einen anderen Blick. Und ich würde fast sagen, der erste Pass, an dem ich mehr Radfahrer als Motorradfahrer gesehen habe. Ja, ist einer der schöneren Pässe, muss ich sagen. Gehört zu meinen Favoriten. Na, das finde ich ja mal witzig. Da wird im Winter offenbar kurzerhand die Straße zu einer Skipiste umfunktioniert. Die 7 geht dann die Straße lang, weil die
der Pass ja eh gesperrt ist. Und die schwarze 3 geht hier runter. Und da sieht man tatsächlich auch Beschneiungsanlagen und Fangzäune. Ja, das ist immer eine Idee. Straße als Skipiste. Und das ist im Winter bestimmt auch eine Skihütte hier. Aber Reiseradler treffe ich hier praktisch keine, gar keinen. Meistens sind Rennradfahrer ohne Gepäck. Dann sind ein paar E-Mountainbike-Fahrer, für die der Spaß erst auf dem Pass losgeht. Und vereint sind ein paar normale E-Biker, die so weit hochfahren, wie der Akku sie trägt. Das kann auch schon mal schief gehen. Tja, dieses Haus bietet auch keinen Unterschlupf mehr. Da hat das Dach vielleicht etwas ungünstig gegen den Wind gestanden. Na, das scheint hier aber auch ein Wandererparadies zu sein. Kann man noch gut nachvollziehen. Wobei das nicht nur ein Paradies für Menschen ist, sondern offenbar hinten auch für Kühe. Ja, schön glitzernder See. Letzten Meter leider Gegenwind, aber gleich bin ich oben. Tada! Ja, da fährt man einfach so von Italien nach Frankreich. Einfach weil man es kann, ohne Grenzkontrollen. Das schätze ich in Europa. Hoffentlich bleibt das so. Ja, ich muss sagen, das ging jetzt eigentlich erstaunlich gut. Ich glaube, so langsam bin ich wieder im Training. Ja, da unten liegt Bourg-Saint-Maurice, die Isère. Weiter südlich, da geht's zum Col d'Isérin. Den wollte ich morgen dann machen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich heute schon ein Stückchen da hochfahre und mir einen Campingplatz unterwegs suche. Das Risiko ist halt, wo finde ich einen Campingplatz? Aber das Risiko muss man eingehen. No risk, no fun. Und wenn man sich das mal anguckt, wie viele 3000er es hier gibt, von denen man noch nie irgendwas gehört hat. Ich jedenfalls nicht. Das wäre in Deutschland schon eine Sensation, wenn es nur einen davon gäbe. Das französische Pendant zu einem Skipassdorf. Devise, nicht kleckern, sondern klotzen. Sogar mit Sommerrodelbahnen. Ah ja, und hier ist das Tal, was ich dann morgen hoch muss. Also das war schon eine merkwürdige Abfahrt. Überhaupt nicht steil. Vielleicht maximal 5-6% schätze ich. Dafür sehr lang, das waren jetzt schon 24 Kilometer. Und schlechter Straßenbelag. Wirklich, mit vielen Schlaglöchern hätte ich nicht gedacht. Alles sehr gut ausgebaut, man musste kaum in den Kurven bremsen, so breit waren die. So, ich habe jetzt mal die Hauptstraße verlassen, die den Isère hochführt, weil ich bei Komoot gesehen habe, dass es da so einen
Breitensträßchen gibt. Und das ist inzwischen sogar als Fahrradweg ausgebaut. Insofern ist das hier eine gute Alternative. Geht zwar runter zum Fluss, muss man nachher wieder hoch. Aber dieser Lärm erzeugt ja auch einen gewissen Stresspegel. Also diese Schilder sind ja schon merkwürdig. Ich quäle mich im ersten Gang hoch, das ist steiler als jede Passstraße, die ich in den letzten Tagen gefahren bin. Dann stellen die so ein Schild auf, damit man bloß nicht bei 4 Stundenkilometern aus der Kurve fliegt. Also ich bin sehr froh um diesen Fahrradweg, Schilder hin oder her, weil er schön im Schatten läuft. Weil der ruhig gelegen ist, landschaftlich schön und weil ich nicht mehr so viel Wasser habe, da kann ich mir jetzt eine Straße in der Sonne gar nicht leisten. Ich warte jetzt auf den nächsten Ort, ansonsten muss ich mich hier in der Isere bedienen. Ja, das ist auch so eine Sache. Würde mir jemand das erzählen, ich würde es nicht glauben. Der Fahrradwerk, der macht hier einen ganz großen Wendekreis, eine Wendeschleife und geht nicht mehr weiter. Und führt wieder zurück. Weiter geht nur so ein Schotterweg, der nicht beschildert ist. Ich muss mal gucken bei Komoot, ob der irgendwie auf die Straße kommt. Die Straße ist allerdings jetzt weit oben. Immerhin führen auf diesem Schotterweg Fahrradspuren entlang. Es scheint also weiter zu gehen. Ich werde mir jetzt aber erstmal hier die Flasche voll machen, denn das nächste Dorf ist noch weit entfernt. So, der Weg scheint mich aber wieder auf die Straße zu bringen, bin ich froh. Zumal es hier laut Wetterradar immer noch 32 Grad hat, da fährt man nicht so gerne noch größere Umwege. Nun ist es 7:15, der Verkehr ist immer noch nicht so richtig viel weniger geworden, ein bisschen. Aber hier sieht man so das Tal der Isere und da oben auch ja, die Passstraße, wo ich runtergekommen bin vom kleinen St. Bernhard. Und hier geht es weiter mit Serpentinen. Aber inzwischen muss ich sagen, fahre ich die einfach mit stoischer Ruhe. Irgendwann ist man oben. Wie man sieht, die Sonne ist untergegangen hinter den Bergen. Ich hoffe, dass ich noch mein Zelt irgendwie bei Tageslicht aufbauen kann. Da ist die ersehnte Abzweigung. Und der Campingplatz ist ausgeschildert. Gucken, ob die Rezeption noch auf hat.